Nach dieser großartigen Kenntnis, die wir hier gelernt haben von der Wahrsagerin, begrüßen Tamiko-chan und der Raven Knight euch wieder zu Let's Play Seiken Densetsu 3. Du siehst aus, als ob du eine Wahrsagerin gebrauchen könntest. Lass es mich versuchen. Gut, ich klinge mal wie eine Hexe, aber was soll's. Hör auf! Ich glaube nicht an Glück. Das Einzige, an was ich glaube, ist Stärke. Sag mir, wie ich stärker werde. Ei! Was machst du da? Wenn du Stärke erlangen willst, geh nach Wendel. Oh, klar. Der Priester des Lichts wird dir die... Was? Klassenwechsel. Mhm. Wird dir die Klassenwechsel erläutern. Jawohl. Klassenwechsel? Ich glaube, er hat genauso wenig verstanden wie du. Oh, au, aua! Die einzige Klasse, die du wechseln wirst, ist unreifer Tyrann. Hau ab! Toll. Da, okay, unreifer Tyrann. Gerne. Klassenwechsel? Wenn es mir hilft, diesen Zauberer zu besiegen, werde ich nach Wendel gehen und es versuchen. Dann sollen die mich jetzt gehen lassen. Ich will nach Wendel. In Lavendel. So. Tut mir leid, Ran, aber bei Nacht darf niemand die Stadt verlassen. Das ist Teil der neuen Sicherheitsbestimmung. What the hell? Ja, dann müssen wir doch irgendwo einen Ort finden, wo wir pennen können. Irgendwo müsste doch auch deine Schwester sein. In dem Haus kannst du sicher pennen. Die Frage, wo? Ja, die war ja hier. Hier drin war die. Die kam ja hier raus, ist ja hier rausgerannt. Was hast du mir jetzt hier, Priester? Die Blumen blühen früh dieses Jahr. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Nee, sollte nicht. Gehen wir mal hier unten rein. Okay, viele Regale, Regale, Regale. Eine Uhr. Naja, hier ist aber nichts. Das Mapping erinnert mich an mein eigenes. Okay. Gut, was machen wir dann jetzt? Wenn es gar nicht anders geht, müssen wir halt im Innen schlafen. Ja. Welches war jetzt hier das Innen? Warst du das Innen? Duran, deine Tante Stella und Wendy machen sich Sorgen. Solltest du nicht zu Hause sein? Ja, wo ist denn mein Zuhause? Kann mir einer mal erklären, wo ich wohne? Hilft nur, jedes Haus einzeln zu durchsuchen. Richtig. Hallo? Oh, ein Schiff nach Yard lief vor kurzem aus. Der Hafen liegt direkt neben Wendel. Aha. Jad, sehr schön. Jad und Wendel. Also da haben wir schon wieder zwei Orte gemerkt. Hier könnten wir Samen einpflanzen, was man später mal machen kann. Jetzt sollte ich nur mal mein Haus finden. Steht hier irgendwas? Aber schön, dass du mir die Rom zu diesem Spiel gegeben hast. Ja, dann kann gerne. Ich selber auch mal reinspielen. Ja, kein Problem. So bin ich halt. So, wer bist denn du? Wer bist denn du? Jemand, zu dem du nicht hin kannst. Ich will aber dahin. Okay, dann nicht. Nee, das ist der Waffenhändler. Da muss ich definitiv nicht hin. Neben dem Waffenhändler war noch ein kleines Hütchen. Ja, oder war das hier vielleicht unsere Wohnung? Nur wir durften da nicht ins Bett, weil der Hund sich dagegen gewehrt hat. Nee. Grafikfehler. Ich gehe trotzdem hier pennen, so. Dann halt nicht. Blöder Wuff. Blöden Hunden. So. Wieder nach der Wohnung finden. Wenn du nochmal zurück zum Waffenhändler gehst. Ja. Mach ich doch gut. War das seitlich so ein Schleichweg? Ein Schleichweg? Sagst du? Mhm. Ja. Und da war noch ein Türchen. Ah. Okay, okay. Das sieht auch verdächtig nach der Wohnung aus. Ja, das müsste sie sein. Hey, Stella, sag nix. Schlafen. Bruder, Glückwunsch zu deinem Sieg. Okay, also die sägen gerade ein paar Bäume kaputt. Und ohne Tamiko-chan hätte ich hier die Wohnung nicht gefunden. Dabei war das eigentlich offensichtlich, dass da hinten noch was ist. Schatzkiste. Duran packt für seine Reise. Ich werde diesen Zauberer nie vergeben. Bevor ich ihn nicht getötet habe, kann ich nicht zurückkommen. Ich kehre nicht um. Okay. Ja, gut, kannst du unten schlafen. Denke ich mal. Weil da sind drei Betten. Er macht sich auch schon auf den Weg zu der Tür. Okay. Alles klar. Dann schleichen wir mal darin. Wendy, Tante Stella, es tut mir leid. Ich werde doch nicht pennen. Ich werde weiterlaufen. Tschüssen. Es ist, scheint schon wieder Tag zu sein, weil... Ja, das Licht fällt rein. Ja. Geh mal nochmal rein. Da waren Bilder und sowas an der Wand. Okay. Oh, zu spät. Warte! Stereo! Tante! Duran, wenn du gehst, nimm bitte das hier mit. Oh, was ist das? Es ist ein Schwert, das Loki trug, als er noch jung war. Cool. Mit dem Schwert gewann er das Schwertkämpferturnier gegen Prinz Richard.
Oh je. Ich weiß, es ist auch nur ein großes Schwert wie deines jetzt, aber bitte nimm es mit. Klar. Sag Wendy, dass du... Ich sag Wendy, dass du gehst. Sprich mit dem König, bevor du gehst. Er wartet. Okay. Seine Majestät? Er wusste, dass du so etwas planst. Schließlich bist du Lokis Sohn. Ich kümmere mich um... sonst die ganzen Jahre um dich. Ich bin stolz auf dich, Doran. Cool zu wissen. Danke, Tante. Ich komme sicher zurück. Alles klar. Auf geht's. Ach nee. Zum König sollst du. Richtig. Da war doch was. Mit der B-Taste rennt man übrigens. Wenn eben halt keine Gegner in der Nähe sind. Weil sonst ist B nämlich der Knopf für die Spezialattacken. Wir laufen mitten durch. Hä? Ahem. Und nun wird das Schwertkämpfer-Turnier ausgetragen. Der König ist im Hinterzimmer. Nein, ich habe nicht geschlafen. Okay. Das hätte ich jetzt gerne unkommentiert gelassen, aber egal. So. Wahrscheinlich die Mitte. Doran, der König erwartet dich. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob es hier noch andere Räume gibt. Hier bestimmt auch. Der sagt mir bestimmt auch, der König erwartet mich. Dann wollen wir doch mal zum König gehen und ihn nicht länger warten lassen. Miaum. Hier ist eine Tür. Hey, da sind Blumen. Und ein Bild. Das alles kommt mir ein. Ja, das stimmt. Das kommt mir alles hier ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, ja, weil mein Mapping das gleiche ist und ich dir das schon mal gezeigt habe. Unter anderem auch deswegen, ja. Denn ich glaube, an diesem Ort war ich auch mit Dekar schon. Ich glaube, in Forsena waren wir. Als hier eingegriffen wurde. Oder als die Stadt angegriffen wurde. Okay, da ist der König. Richard. Doran, du gehst auf eine Reise? Eure Majestät, es war mein Fehler, dass der rote Zauberer entkam. Ich kann ihm nicht vergeben. Für das, was er mir und dem Königreich angetan hat. Erst, wenn ich diesen Zauberer geschlagen habe, kann ich zurückkommen. Ah ja, verstehe, Doran. Pass auf dich auf. Danke. Auf geht's. Immer wenn ich ihn sehe, kommt er mir mehr und mehr wie sein Vater vor. Das sagen die Leute auch immer zu mir. Okay. Gut, das heißt, wir haben anscheinend jetzt endlich die Erlaubnis, das Dorf zu verlassen. Was mich persönlich sehr freut. Oh Mann, die Melodie von dem Spiel ist auch sehr gelungen. Man muss nur dazu sagen, das Spiel kam ja hier in Deutschland offiziell nie raus. Zum Glück durch die Fan-Translations ist es möglich, es jetzt zu spielen. Und wir haben damals als Ausgleich dafür Secret of Evermore bekommen. Was auch kein schlechtes Spiel ist, davon mal abgesehen. So, jetzt können wir auch an ihm vorbeigehen. Oh, Gegner. Maulwurfsfelder und wir kämpfen gegen Dornwespen. Yay! Bam! Wow, eine Wespe! Okay, das erste Monster besiegt. Und Spezialschlag! Treffer! Und du tötest kaputt. Sie, wow! Sieg! Und wenn der Screen mit Sieg kommt, heißt das automatisch, wir müssen hier nicht mehr weiterkämpfen, weil dann kommen keine Gegner mehr. So, bam! Wir kriegen jetzt, machen nämlich immer schön Schaden hier. Wichtig ist, dass man immer so ein bisschen ausweicht. Oh, Doppelkill? Nee, doch nicht. Bam, bam! Jetzt Doppelkill, sehr schön. Sieg! Manchmal hinterlassen die auch Schatzkisten. Okay. Das kennen wir noch aus dem Vorgänger. Oh ja. So, ich weiß übrigens auch nicht, wo ich langlaufe. Muss ich noch dazu sagen. Macht aber gar nichts. So. Bam. Boah, vergiftet auch noch. What the hell? Doppelt vergiftet. Das auch noch. So, zum Glück ist die Vergiftung weg, sobald man gewonnen hat. Wow, das ist ja praktisch. Okay, Canyon. Wir sind hier in einer Höhle angelangt. Durch die ich doch glatt erstmal durchgehe. Okay, das heißt, ich bin falsch gelaufen. Gut zu wissen. Doch nicht, ich kann hier noch runter. Da ist eine Brücke. Über die Brücke gehe ich. Über sieben Brücken muss ich gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. In etwa. Okay, anscheinend wir sind richtig gelaufen. Sieh. Du verfluchter Zauberer. Ich werde stark sein. Stärker als alle. Und stärker als du. Du. Und dann werde ich dich besiegen. Sorry, okay. Das konnte ich jetzt nicht lassen. Tja, Leute. Das war Durans Geschichte oder sein Intro. Wir sehen jetzt noch ein bisschen mehr. Duran, entschlossen den Zauberer zu besiegen, begab sich auf die Reise nach Wendel. Am Pogo-Puscheln vorbei. Oh ja, und Dornwespen.
Er wusste nicht, dass das Schicksal der Welt in seine Hände gelegt worden werden sollte. Und der Screen läuft. Ich werde an dieser Stelle einmal schnell zu meinem Wohnzimmertisch gehen. Solange kann Tamiko-chan euch ein bisschen unterhalten. Ich komme gleich wieder. Jo, man sieht hier, wie an dem Schiff, was mich ein bisschen an Terranigma erinnert, auf dem Meer herumreist und ja, genießt einfach die Musik, Leute. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Leuten gesagt, sie sollen die Musik genießen, wenn du weg bist. Stimmt, ich laber nämlich gerne drüber. Nein, es geht darum, Leute, wir haben jetzt ein Intro von dem Spiel erlebt, nämlich das von Duran. Es gibt nämlich mehrere. Festungsstadt Jad. Okay, das haben wir schon von gehört. Etwas ist komisch. Die Stadt scheint so anders. Sei wachsam. Okay, dann passen wir mal auf. Oh, den kenne ich schon. Das ist Lugar. Wir, die Krieger des Beastkönigreiches, kontrollieren nun diese Stadt. Ob das stimmt, finden wir das nächste Mal raus bei Let's Play Seiken Densetsu 3, sprach der Raven Knight nimmermehr. Bis dann.